Aus dem letzten Loch pfeift heute Abend der Chris und der Philipp hier neben mir, heute zum letzten Mal für dieses Jahr, bevor wir ihn zurück nach Brandenburg schicken. Guten Abend erstmal. Lieber Philipp, haben wir mal andere Reihenfolge. Und dann begrüßen wir die wenigen heute um die Uhrzeit, Zuschauer Freitag vor Weihnachten, wenn wundert. Wir begrüßen aktuell den Stefan, den Markus, das kann man auch ein bisschen größer machen alles, ne? Wir begrüßen die mal ein bisschen größer. Wir begrüßen den Stefan, den Markus, den Erik, den Andi Dremmel, den Udo, den Rakiri, den STS23, den haben wir gerade schon gehabt hier und den Volker hier an der Stelle. Hallo, erstmal miteinander und an alle, die heute von mir einen Anschluss gekriegt haben, weil sie mir noch auf den letzten Meter auf den Sack gegangen sind. So, wir sind nämlich kurz vorm Urlaub. Sendung wird es trotzdem geben, aber ich persönlich werde nur noch Sachen abwickeln und Tickets abarbeiten und so Zeug. Da wird nicht mehr viel passieren zwischen den Jahren. Außer ich jetzt hier noch die Installation fertig mache, dass ich das Zeug zwischen den Jahren noch verschicken kann. Wenn du da Dinge rausbaust, lieber Philipp. Ja, Philipp, der Philipp hat nämlich das hier rausgebaut. Ja, das hier ist es, der Controller. Und trotzdem ist der Server leiser. Da sage ich gleich was dazu. Da fehlt noch die Blende. Die ist nicht dran geschraubt. Die ist hier, dran geschraubt. Ja, aber es gibt tote Blenden, die du da reinmachen kannst, dass da kein Staub reingeht. Die müssen da rein. Und bevor du dich verpisst nachher, machen wir da eine Blende rein. So, sehr gut. Ja, also heute der Dank des heutigen Tages geht vor allem erstmal an STS23, der mir nochmal mit dem Skript geholfen hat. Dieses Keep and Clean Skript funktioniert nicht mit Proxmox 5. Er hat aber noch Änderungen geschickt. Die konnte ich noch nicht testen. Hallo, Matthias an der Stelle. Genau, also vielen Dank schon mal dafür. Ich werde es auf jeden Fall testen, weil mit Proxmox 5 ging es nicht. So, kurz Durchlauf, was sonst noch war. Kunde wickelt zum Jahresende ab wegen Corona, Einzelhandel. Habe ich gesagt, du, ich habe euch schon irgendwie 20 Jahre, ich mache den Rest umsonst. Jetzt ging es heute nochmal darum, dass er irgendwie nochmal bis März oder sowas verlängert, alles drum und dran. Ich sagte, ja gut, aber dann bestätigt mir bitte die Kündigung. Wir haben es beide noch nie ausgesprochen, bitte zum August. Wegen der Haftung schlicht und ergreifend. Ich kriege kein Geld mehr, ich hafte noch, ich arbeite auch noch daran regelmäßig. Aber wenn ich schon kein Geld kriege, will ich wenigstens keine Haftung haben. Diskussion, Diskussion, Diskussion. Ja, wollen bezahlen, mach halt billiger. Ich sage, nee, ich mache keinen billiger, weil im Endeffekt mache ich meine Arbeit, ich mache meine Haftung, ich bezahle mein Personal. Entweder mache ich das für Geld oder ich mache es für Freundschaft. Eins von beiden, überlegt es euch. Jetzt bezahlen sie. Auch nicht. Also keine schönen Gespräche, die man da führen will vor Weihnachten. Dann hatte ein lieber Zuschauer, jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch mal ganz kurz hier den Namen rausbekomme, dass ich mich da noch mal bedanken kann. Moment, das war jetzt ein bisschen zu schnell. Ich weiß gar nicht, ob der hier im Chat ist. Und zwar war es der... Ui, 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 wo sind die Kommentare? Die Kommentare... Da ist ein Daumen. Ich mache mir gerade mal einen Daumen hoch hier. ProLiant Gen 20 Cluster Teil 2. Ich habe mein eigenes Video gerade live geliked. Hey, ist es mal nie was. Videos, Playlists und von gestern war dann der Teil... Genau, das ist live. Da ging es ja darum, dass dieser HPDL20 recht laut ist. Und da hatten lieber Zuschauer namens DAC325 geschrieben, hier gibt es ja auch eine Lösung. Da bin ich da gleich mal draufgegangen, da habe ich gesagt, okay, das habe ich schon mal gesehen und bin daran gescheitert, weil dieses Download-Gedöns, was es da wohl gibt, wohl nur für Dings Linux war, für SUSE Linux war, genau hier, für Linux is available hier, bin ich da drauf und hier war nur RPM und irgendwo, das habe ich damals schon gesehen, aber irgendwo, und das ist von 2019, also da bin ich, so weit bin ich noch gekommen und irgendwo muss es hier wohl Fixes, weiß der Geier, Versionsprotokoll, nö, irgendwo muss hier ein Button sein. Weiß der Teufel. Auf jeden Fall hat er dann nochmal geschrieben, du Christian, pass mal auf, beim zweiten Link nach unten scrollen, subscribe Debbase Systems MCP Repository. Und dann hat er mir den Link geschickt und jetzt ist der Server leise. Also vielen, vielen Dank, lieber DRC325, das hat mir sehr geholfen und möchte mich hier nochmal in aller Deutlichkeit bedanken für diese Hilfe, weil das ist jetzt wirklich der perfekte Server für die aktuelle Situation im Moment. So, Kommentare haben wir schon mal hier. Ja, hier ab, hier, da. Der harte Kern. Achso, der Volker fragt,
Ja, sehr schön für die Beiträge. So, jetzt war, haben wir noch was vergessen mit heute, also alles auf den letzten Meter abgewickelt und noch für einen Holm noch ein Riesenreplikat. Ach, gestern haben wir noch einen schönen Podcast gemacht, also generell mag ich sehr empfehlen und immer wieder, ich kann es gar nicht oft genug sagen, Landnerdschaft, den Podcast müsst ihr immer abonnieren. Landnerdschaft, Metatag von Holm, super nett. Das sind jetzt hier die Adventskalender. Da bin ich dann, glaube ich, am 23. der letzte Gast. Das haben wir gestern aufgenommen, war sehr nett gewesen. Und da könnt ihr euch von ganz interessanten Leuten mal erzählen lassen, was die so einen ganzen Tag da treiben. Und dem haben wir dann gestern noch, gerade eben noch im letzten Meter, einen Server eingerichtet. Dann haben wir noch einen neuen Kunden, der hoffentlich gerade zuschaut, vielleicht mal Hallo sagen. Das war der mit dem Problem. Dem haben wir jetzt noch eine Replikatsplatte auf dem letzten Meter eingerichtet. Steckt sie rein, ein Kollege steckt sie rein, ist SDT, ich formatiere sie mit ZFS, will was damit machen, weg. Gucke ich ins D-Message rein, flog sie weg, ist als SDU da. So toll. Jetzt hing die als Pending drin. Da ist der Trick, Zpool Clear, exportieren, importieren, dann geht sie wieder, sonst heißt rebooten. Ja, das geht auch. Und was so richtig scheiße ist, wenn du eh weißt, dass die Kiste, achso, die Kiste ist vollgelaufen heute noch, mit ZFS Auto Snapshot. Und dann habe ich mir das angeguckt, dann flog ich ständig raus wegen Anydesk, weil ein Kollege das irgendwie ständig gesperrt hat, was mich zum Vollwahnsinn getrieben, also zum Vollwahnsinn, das macht mich fertig. Wenn du weißt, die Kiste fällt gleich gegen die Wand und einer sperrt dich aus, es gibt nichts Schlimmeres, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Und das Problem war, er hatte ein ZFS-Pool als Data Store, Typ Directory immer wieder das alte Problem eingebunden, der hat nie gemountet, und dann hat er da Backups hingemacht, dann ist sein R-Pool voll, weil wenn es nicht gemountet ist, ist es R-Pool. Und da habe ich einen ganz netten Befehl heute gefunden, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Dazu muss ich aber mal ganz kurz mein Evernote voll machen, weil wenn du jetzt mit Disk Usage rangehst und hast da irgendwie Ordner, Dateiordner, dann zählt er die alle auf und dann du willst ja nur wissen, was nicht gemountet ist. Also wie kriegst du jetzt raus, dass du wie kriegst du raus, dass du jetzt ist es weg, ne? Verdammt nochmal, Mount DU. Gott, was wir heute schon wieder alles dokumentiert haben. Ja, genau. Ich poste das hier gerade mal ganz kurz in den Chat rein. Also das wäre hier mal so ein Befehl, mit dem du alles hinkriegst, also wo du dir alle Disk Usage anzeigt von Ordnern außer gemounteten Sachen, damit du die NFS-Geschichten mit rein gezeigt kriegst. Und dann war relativ klar, welches Ordner es war. Dann sollte das ja ein ZFS-Dataset gehen, dann gehst du auf cd.zfs. Und wenn das eigentlich ein ZFS-Datastore sein soll und das funktioniert nicht, dann weißt du, dass es nicht gemountet ist. Dann machst du ein ZFS-Mount-A, dann löschst du den Ordner und machst wieder ein ZFS-Mount-A. Und wenn das nicht geht, musst du die Storage-CFG wegkopieren, damit dir Proxmox nicht ständig diesen doofen Ordner anlegt. Also lass die Finger von dem Typ Directory Store Proxmox mit, das haben wir auch gestern ja gezeigt. Macht das nicht mit ZFS, es funktioniert nicht. Ihr habt das nicht im Griff. Ich finde es toll. Wie gesagt, nochmal danke, liebes Maurer-Team. So kommen die meisten Kunden zu mir. Na? Damit verdienen wir am meisten Geld eigentlich. So. Sehr schön. Wunderbar. Haben wir noch Kommentare? Nö. Weiter geht's. Und gestern erklärt, hier HPDL20 hier, zugebaut. Der hat gebrummt. Deswegen hatten wir bei den letzten Kunden hier so einen Controller. Den Befehl hast du nicht mitbekommen. Welchen Befehl habe ich doch hier in den Chat reingeschrieben? Guck doch mal in den Chat hier. Da, guck. Zack. Achso, du bist zu spät. Der kommt nicht. Der kam nicht an. Ui. Dann macht euch mal alle einen Screenshot hier kurz. Der wird nicht im Chat angezeigt. Vielleicht kann ich den freigeben hier. Warte mal. Ich kann das hier mal. Kommt das jetzt an? Nö. Nee. Dann macht euch doch mal einen Screenshot gerade von der Sendung. Also das sieht man es auf jeden Fall nochmal, wie das funktioniert. Genug Zeit. So. Machst du den Shownotes? Ich kann sie in die Shownotes reinmachen. Warte mal. Ich bin doch hier gerade am Puls des Streams und kann hier nochmal den Mount
Ich schreibe das jetzt einfach mal hier rein. So, jetzt kann es aber hier nicht speichern, weil die Sendung gerade läuft, ne? Okay, das müssen wir später speichern. Egal. Ich hoffe, ihr habt einen Screenshot gemacht. Ansonsten mir nochmal eine Mail an info@zusobs.de, schicke ich gerne nochmal zu. Dieses Ding haben wir gebraucht, damit dieser dämliche Server keinen Lärm macht und hat deswegen diese Karte gebraucht. Das haben wir jetzt gefixt mit diesem Teil, was wir gerade eben gezeigt haben. Diesen Server haben wir mit .raw-Dateien VMs befüllt, was aber den Nachteil hätte, dass wir ein ZFS-Directory-Share machen müssten und dann per NFS freigeben. Das ist scheiße. Deswegen haben wir das anders gelöst. Das haben wir gestern gezeigt. Das heißt, die VMs laufen jetzt hier auf dem Flash hier unten und die sollen jetzt später auch hier drauf laufen. Den soll der Kunde bekommen, allerdings nicht den, sondern der im Januar bekommt. Der ist aber nur lieferbar, kommt erst am 5. Januar. Deswegen haben wir jetzt hier unsere Demo-Kiste genommen, haben dort 4 Platten reingesteckt. Der soll auch die Replikate bekommen. Später zur Demonstration und zum Testen haben wir das. Jetzt fällt mir gleich ein 6. ein, ich bräuchte bitte mal ein kurzes Netzwerkkabel. Na? So, wir schauen uns jetzt mal hier die Kiste an von gestern. So, zum Schluss müssen wir noch alle Passworte ändern und so weiter, in die IP-Adressen. So, das ist die Kiste von gestern. Und nochmal ganz kurz zu zeigen, der Typ Datastore hier ist eine NFS-Freigabe. Und diese NFS-Freigabe, Dankeschön, ich nehme das gleich, diese NFS-Freigabe wurde mit dem Befehl ZFS, Z-Share-NFS, auf dem RAID eingetragen. Das heißt, dieses Ding hat keine Mount-Probleme. Der ZFS-Datastore fährt hoch, gibt sich mit NFS frei. Ich verbinde mich auf die eigene Kiste, auf die eigene IP mit NFS. Das müssen wir gleich nochmal anpassen. Vom Netz her, wobei jetzt zum Zeigen, können wir es tatsächlich auch mit LAN machen. Wir brauchen jetzt keinen SAN, das werden wir nachher noch einrichten. Und die Idee wäre jetzt, den zweiten Proxmox, der hier steht, da hinzuzufügen. Und das wäre nämlich dieser hier in einen Cluster und dann die VMs hin und her zu stoßen. Jetzt haben wir natürlich irgendwie keine brauchbare VM, aber das wird schon irgendwie funktionieren, heute zu zeigen. Was sagst du, 111? So, genau. Das ist jetzt der Microserver. Das Schöne ist, das ist ja alles so schön kompatibel. Wenn die Kiste vom Kunden kommt, stecke ich einfach die Platten um, vielleicht passe ich noch das Netzwerkinterface-Namen an. Das ist dann das höchste der Gefühle, was da passiert. So, der ist Standalone. Wichtig ist, für das, was ich jetzt gleich mache, sollte man nicht im Ordner etc/pve mit irgendeinem Browser sein. So, Andi schreibt, der Befehl wird im Cache nicht angezeigt. Ja, das hier nochmal, könnt ihr euch nochmal einen Screenshot machen. Oder guckt euch doch einfach die Sendung später nochmal im Relive an. So, ich mache jetzt einen Cluster. So, das heißt, ich gehe jetzt hier rein. pvecm create. Nee, warte mal, das, ja gut, das ist eine gute Frage. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Das ist jetzt, man will mit den Kundendaten nicht so hausieren gehen, aber der ist so oft bei uns im Chat. Ich denke, das ist jetzt kein Problem. Ich muss noch mal ganz kurz schauen, wie wir das jetzt am besten, wie wir den Cluster, ich mache das jetzt einfach mal neutral, PVE-Cluster, nennen wir das einfach mal hier. Ja, PVE-Cluster, das ist auch wirklich eigentlich völlig egal, wie das heißt. Und jetzt geht er her und geht in einen neuen Modus und ist jetzt tatsächlich, so sieht es auch hier ganz kurz, dass da hier ein Fragezeichen jetzt kommt, und schwenkt die Konfiguration komplett in einen Bereich mit der anderen Funktionsweise. Im zweiten Rechner gehe ich jetzt einfach her und sage, ha, das wird natürlich nachher super spannend. Wenn ich jetzt die Kiste adde, würde ich vielleicht sogar doch jetzt schon mal hergehen, würde den SAN-Betrieb und den Cluster über die SAN-Schnittstelle machen, dass sie sich da unterhalten, weil ich muss ja nachher im Endeffekt sonst nochmal in der Cluster-Config die IP-Adressen, weil die LAN-IP-Adressen dort ja andere sind. Na? Also würde ich jetzt, ich muss mal gucken, wie er sich jetzt definiert hat. Das ist einfach eine strategische Frage.
ETC Corosync, gehen wir mal gucken. Nee. Cluster CF, PVE. PVE, Cluster, nee, Corosync, scheiße. Dann haben wir es noch gar nicht. Haha, dann haben wir jetzt noch die Chance, was zu machen. Ich versuche mal noch was zu retten. Ich mache jetzt mal einen Sahnenbetrieb. Und dazu werde ich meine, bei der zweiten Kiste ist es noch relativ einfach, die hat nur zwei Netzwerkkarten. Fange ich doch mal mit der an. Das ist die zweite Kiste. Und ich gehe jetzt mal hier in der Network. Da hast du hier die beiden Karten. Man sieht also hier schön, die F0 ist für LAN und die ist noch frei. So. Wenn ich die für virtuelle Maschinen auch benutzen möchte, was ich erstmal nicht möchte, müsste ich jetzt eine virtuelle Bridge machen. Wenn ich die aber jetzt benutze für Cluster-Geschichten und wenn ich es konfigurieren möchte, oder weiß der Geier, also für virtuelle Maschinen muss ich eine Virtual Bridge machen. Für Cluster oder für Replikation oder SAN brauche ich das nicht. Deswegen kriegt die Kiste jetzt einfach von mir eine IP-Adresse 172 16. So, jetzt denke ich mir mal da eine Zahl aus. Irgendeine. So, und final haben die IP-Adressen 2 und 3. Gut, für die ILOs hat er mir jetzt keine geschickt. Firewall-IP-Adresse, also lassen wir mal die ILOs außen vor. Dann kriegt er die IP-Adresse 2. Ihr braucht auch kein Gateway oder irgendwas. Slash 24. So, dann warte mal, dann wäre das aber der Dreier hier. Das ist ja der zweite. Damit hätte der diese IP-Adresse. Jetzt sag ich mal hier Apply Configuration. So, if updown 2 ist installiert. Das müssen wir noch installieren vorher, damit es funktioniert. Also ab in die Shell. Apt install if updown 2. Warum sie das nicht vorinstallieren, ist mir auch ein Rätsel. Ich meine, die Funktion ist ja in der GUI drin. So. Warning. Full Upgrade. Interessant, was man da so ausgespuckt kriegt mittlerweile. Wir gucken mal. Apply Configuration. Habe ich jetzt auch gar nicht groß vorbereitet. Nee. Ja, das haben wir schon mal gehabt, das Phänomen. Und dazu musste ich dann etc apt die No Subscription Repository eintragen. Das heißt, den ganzen Kram nehmen wir hier mal raus. Beziehungsweise nehmen wir noch kein Cluster, PVE, No Subscription. Dann holen wir uns hier den Text. PVE, No, wo ist er denn da? No Subscription. Dann kannst du das hier eins zu eins übernehmen, ohne dass dir das irgendwie in die Parade fährt. Das kommt hier rein. Und wenn du weniger blöde Meldungen willst, dann gehst du nochmal hier Punkt D und dann hier auf deaktivieren, apt-update. Und dann sollte auch sich das if-updown 2 installieren lassen. Ich verstehe es. Also teilweise hat das schon mal funktioniert. Teilweise auch mal nicht. Das ist eine relativ aktuelle Version. Mir ist es ein Rätsel. Mal kurz gucken, ob wir noch einen Kommentar haben. Nö, haben wir nicht. Geht aber gleich weiter und bleibt 4 Minuten, 6 Minuten, 6 Packages. Eieieiei. Okay, wir können ja schon mal die zweite Kiste kurz machen. Network. Configuration. Jetzt haben wir hier ENO1 ist offensichtlich hier die Netzwerkkarte, die belegt ist. ENO2 und ENS1 sind frei. Ich würde jetzt mal mit der ENS1 hier an, wobei das ist schwierig zu merken. Nee, ich nehme mal die, nehmen wir da die Onboard. Das dürfte wahrscheinlich, nehmen wir die ENO2 mal für den Anfang und trage jetzt hier, scheiße, nochmal die 172 16 22 2 war das dann gewesen, ne? Slash 24. Das ist unser SAN später. So, gucken, ob der das. Da habe ich das Enterprise Repository schon drin. Ist der Befehl schon installiert? Nö, natürlich auch nicht. Machen wir gleich mal apt install if updown. Ich habe jetzt keine Lust, das Ganze nochmal neu zu installieren. So. Aber auch hier. If you are unsure, you are attempting to remove the Metapack. Also er will jetzt. Das habe ich schon mal gehabt. Der will jetzt Proxmox VE deinstallieren, wenn du aus dem Repository dir diese Software installierst. Ich habe das schon mal gehabt. Das hatte eigentlich mit der No Subscription funktioniert. Schauen wir mal. Oder sie machen es mit Absicht. Das wäre die nächste Variante. Ich könnte es verstehen. So.
Das ist. Nee, das ist noch ohne No-Subscription, so wie das aussieht, ne? Nö. Haben wir das nicht gestern gemacht? Ich könnte schwören, dass wir das gemacht haben. Gut. Ich trage. Oder er hat es überschrieben bei irgendeinem Update. Das kann auch sein. Update. So, mal gucken, ob der jetzt auch mittlerweile fertig ist. Apt install if up down. Hoppla, stopp. Da geht es einfach darum, dass du Netzwerkkonfiguration anwenden kannst, ohne neu zu starten. Ich könnte das jetzt auch mit der Hand machen, solange keine VMs laufen. Mit der Software bekommt das hin, dass es ohne Neustart der VMs funktioniert. Also wenn du Networking Restart machst oder so Späße, dann sind deine VMs weg, dann ist die Virtual Bridge kaputt. Du könntest ein if-up machen, wenn du es konfiguriert hast und die Konfiguration umkopieren. Aber guckt euch das mal genau an, so. Das ist der Weg und wie ihr seht, funktioniert es auch. Und jetzt müsste ich hier mal versuchen, das zu aktivieren. Einmal hier, jawohl. Und hier müsste das jetzt auch mittlerweile geklappt haben. Wenn der Kunde später noch Subskription kriegt, was ich ihm nahelegen würde, kann er es tun. So, zur Kontrolle könnte ich jetzt hergehen, könnte sagen, D-Message follow und nehme jetzt das Kabel, was mir der liebe Philipp geschickt hat und stecke das jetzt hier mal auf beide zweiten Interfaces von meinen Servern, Netzwerkkabel. Hier ist das zweite. Ich möchte dann aber noch ein Boundary machen später mit 2 Gigabit raus. So, NIC 1000 Gigabit, 1000 Megabit hier hat funktioniert. Die Netzwerkkarte ist da. Das würde für mich bedeuten, dass ich jetzt auch die andere Kiste pingen kann. 72, 16, 22, 3. 3 und hoppla. 3 und 2 wähle ich selber. So, funktioniert. Jetzt habe ich schon mal meinen SAN. Ich muss ja bei einem Interface den Cluster laufen lassen. Der muss einfach nur relativ ohne Verzögerung sein. Ob da jetzt LAN oder SAN besser ist, spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass die IP-Adresse bleibt im SAN, aber die LAN-IP-Adresse ändert sich noch. Deswegen PVE-CM add. Und dann die IP-Adresse von dem SAN-Interface von der zweiten Kiste. Jetzt will er das Passwort haben. Und nochmal eine Bestätigung. Und dann sollte er jetzt eigentlich, das könnt ihr mal da hier links drüben gucken. Da passieren jetzt Sachen hier gleich. Und zwar auf beiden Kisten. Bisschen Ruhe. Bisschen Geduld. Hier drüben können wir. Guck mal, hier schon der zweite. Hier fehlt er noch. Ich lade mal die Seite neu. Ja, warte mal, ist er fertig hier? Ja, ne? Successfully, genau. Successfully, Seite neu laden. Ja, genau. Der kriegt nämlich jetzt, weil er hinzugefügt wurde, ein neues Zertifikat. Und deswegen hat er auch eben nie aktualisiert. Da muss man drauf achten. Und jetzt hast du hier einen wunderbaren Cluster. Okay? Und jetzt kommt der Trick. Wer weiß denn, was jetzt passiert? Haben wir denn Zuschauer überhaupt? Lass mal gucken. Wir haben aktuell 42 Zuschauer. Für den Freitag? Bombe. Super. Freut mich. Hallo Zuschauer. Macht mal ein bisschen Lärm hier im Chat und macht mal Daumen hoch. Wäre cool. So. Also ich wiederhole. Wir haben jetzt hier diesen tollen Cluster. Und dadurch, dass es ein Cluster ist, wir erinnern uns, habe ich ja hier oben eine NFS-Freigabe für alle Hosts. Das würde für mich bedeuten, dass hier eigentlich meine NFS-Freigabe zu den SSDs vom ersten Server sind. Und jetzt wird es lustig. Jetzt komme ich dahin, wo ich hin will. Jetzt haben wir hier diese. Wir haben ja jetzt nichts installiert. Das ist völlig behindert, was ich gerade mache. Das ist völliger Quatsch. Ja? Aber ich mache jetzt einfach mal diese Leere. Ich könnte jetzt auch irgendwie mal ein ISO. Habt ihr irgendein kleines, was ist ein kleines ISO? Irgendein dämliches kleines ISO, was booten kann? Nee, ich brauche ein ISO. Ach so. Nee, das funktioniert eben nicht, wenn ich das mit Ding mache. Genau, das funktioniert eben nicht. Man müsste mal irgendwas. Müsste mal, ich mache jetzt einfach mal hier Escape. Es ist eine virtuelle Maschine. Ich gehe mal hier ins Bootmenü. Das müsste hoffentlich zu demonstrieren sein. Sonst machen wir mal kurz was. Das haben wir halt vergessen natürlich in der ganzen Hektik. So, der läuft jetzt hier. Ja?
Und dadurch, dass der mit NFS, also wir machen auf jeden Fall noch gleich was drauf. Dadurch, dass der jetzt aber mit NFS da drauf gemacht wurde, kann ich jetzt sagen, migrate. Die Festplatten von dem zweiten Proxmox interessieren uns überhaupt nicht. Also die Festplatten hier drin, das ist, der hätte normal keine Platten erstmal in der ersten Instanz. Ich hab mich verkämmt. Migrate zur Kiste 2. Jetzt übernimmt er die Kiste und tut die dank NFS auf den zweiten drauf. Und ich meine, das ist jetzt relativ sacklos, aber ihr seht, es ist dieselbe virtuelle Maschine und sie ist genau an der Stelle, wo sie vorher war. Dafür muss ich jetzt keine VM installieren, um das zu verstehen. Und das ist das, wo ich hin wollte im Endeffekt. Das ist sehr, sehr untypisch, sage ich mal. Das ist auch nicht jedermanns Ding. Das musst du im Griff haben, musst du wissen, wie das geht und worauf du achten musst. Das Ganze kriegst du euch selber wieder in die andere Richtung. Jetzt hätte ich ganz gerne mal so, lass uns ein Mini-Debian drauf machen, so eine, ja genau, Download. Download, Debian, ISO, klein. Da reicht dann ganz, das machen wir jetzt mal drauf. Offizielle CD, Stable, AMD, das ist die kleine, Stable ist die groß. Installationsanleitung, Argentinien, Österreich. Das ist nicht mein Problem, welche ist denn das jetzt im Endeffekt? AMD 64 ist schon mal ganz gut. Oh Gott. NetInz, das ist die kleine, 800, ne? Die ist gut. Live? Live wäre auch interessant, ne? Nee, ich muss ja installieren. Ich muss ja das, ich kann ja, weil das Problem ist, die ISO, die ist ja nicht Hotswap-fähig. Verstehst du? Das muss ja installiert sein. Also wir müssen es mal kurz installieren. Wir laden das mal runter, noch 30 Sekunden. Ist wunderbar. Wir müssen jetzt auf ein paar Sachen noch achten, damit uns das nicht um die Ohren fliegt. Nimm die Netzinstall ohne Restart. Kann man das auch live machen, sprich HA? Ja, ja, das haben wir gerade gemacht, lieber Andi. Genau darum geht's. Das geht bei Proxmox, auch wenn du überall identische Stores hast, dann müssen die alle Airpool heißen oder Airpool 2. Und dann geht es auch mit ZFS. Dann verlierst du aber jegliche Funktionalität von Auto-Snapshot und Co. Der Trick wird dann sein, es wird ja mehrere Kisten geben, die hier drauf zugreifen. Wenn die kaputt ist und die VM hier läuft, dann kommen ja die Platten nicht mehr von hier. Deswegen wird der die Replikate von dem dann haben. Aber halt auf billigen HDDs. Die teuren SSDs sind nur in einer Kiste. Ich brauche keine SSD-Replikas für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass mir das Ding so weit um die Ohren fliegt, dass gar nichts mehr geht. Also das ist eine Option, auf die sollte man sich vorbereiten. Und das tue ich. So, was wir jetzt mal machen, wo bin ich denn da jetzt gelandet? Ach ja, PVE1, genau. So, jetzt gehen wir hier mal auf einen Local File Store. Das ist der hier. Ich könnte mir jetzt aber auch den, na gut, ich muss nur einmal kurz installieren. Local File Store, das ist der da. Dann sagen wir mal hier, nee, der da. Und dann sagen wir hier mal, wo sind meine scheiß ISO-Vorlagen? CT Volumes, Permissions, nee. Kommen meine ISOs hin? ISO, Upload, Knopf, hallo? Chat, wo ist mein Upload-Knopf? Storage, Local, ISO-Image. Okay, und nu? Wieso kann doch nichts? Ach, weil ich hier rein muss. Local. Da. Ach, mein Nerven. Sehr gut. ISO hochladen kurz. Das haben wir heute leider verpasst. Entschuldigt mal, Chat. Das ist heute echt ein anstrengender Tag gewesen. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht gerade. Es ist echt die absolute Hölle, was die letzten Tage abgeht, damit ich mir mal 3 ruhige Tage gönnen kann, wo ich mal ein bisschen VR machen kann, ein bisschen PlayStation spielen kann, ein bisschen flippern kann. Hier steht neue Flipper. 5 Spiele gemacht. Ja. Keine Zeit. Flipperschrauben, undenkbar mit der Sendung gerade und Hund. Aber ein super Jahr und ein gutes Feeling aktuell. Ah, der Fam ist da, mit dem habe ich heute mal grüß dich Fam erstmal. Und der Frank, genau, sehr stressiger Tag, das ist euer Server. Und manchmal ist das Menü mal da, mal nicht, schreibt der Frank. Geil, gut, Bug. Okay, bin nun auch da, wieder zu spät, grüßen. Nee, jetzt gibt es genau was zu gucken, lieber Frank. Genau da wird es jetzt interessant, es hat nämlich schon funktioniert. Jammern auf hohem Niveau.
Auf jeden Fall. So, Konsole. Also den Hotswap während der Installation, wenn wir nicht hinkriegen, jetzt sage ich es immer von der CD booten. Habe ich überhaupt schon ausgewählt? Nö. Zack, einmal installieren. Aber das sollte ja relativ zum Testen jetzt relativ schnell gehen. Oder nicht? DVD, nö, kein Bock. Ich glaube, die Änderung kriegt er erst mit, wenn du ausschaltest. Das ist so typisch nee, normal so typisch KVM. Graphical Install. Ja, beides nicht. Mal schnell wäre schön. Also wir machen jetzt mal ganz kurz ein Betriebssystem drauf und gucken, wie sich das da antut. Da, German. Und das ist wieder immer so typisch. Man will natürlich kein ISO-Installations haben, aber das jetzt zum Angeben ist das perfekt. Und da sind die Container natürlich wesentlich attraktiver für Linux in den meisten Fällen, weil du da nichts mit Installation und Hardware-Simulation und Partitionierung zu tun hast, sondern da klotzt du das Zeug rein, dann funktioniert das. Deswegen so das genau der Spagat zwischen Docker-Container und virtuelle Maschine sind halt eben diese Linux-Container. Und die finde ich immer noch am attraktivsten. So, Domain Name, ist jetzt egal. So, zack. Netzwerk einrichten. Root-Passwort, das typische Start 1, 2, 3 zum Testen. Vollständiger Name, Christian. Christian, Passwort. Ich glaube, jetzt habe ich mich eben verschrieben. Ha? Nee. Uhr einstellen auch immer wichtig. Wir brauchen jetzt einfach mal ein installiertes Betriebssystem. Und sobald er hier installiert, zeige ich nochmal ganz kurz, was hätte schief laufen können an der Stelle. Aber auch nur geschuldet dessen, dass wir hier IP-Adressen von unserem Netz benutzen und beim Kunden final danach seine eigenen IP-Adressen, die er mir mitgeteilt hat, eingetragen werden. Lieber Frank, die Idee ist jetzt übrigens, wir haben es gerade eben schon gezeigt, dass diese Maschine im Live-Betrieb auf eure alte Hardware rüber gebeamt wird hier. Das ist repräsentativ für die alte Hardware. Das ist der Microserver von uns, da sind eure Platten schon drin. Der Microserver kommt erst am 5.1. Das heißt also, Microserver wird ein bisschen später verschickt, aber du musst da nur die Platten einfach umstecken und mich da mal drauf lassen. Das sollte eigentlich schon reichen. So. Einstellen der Uhr, das braucht die Welt. Während Villa Riva noch die Uhrzeit einstellt, wird Villa Barro mal ganz kurz nach dem Cluster gucken hier. Und zwar. ETC Corosync war das, glaube ich, gewesen. Corosync Conf, gut. Die hat er jetzt erst erzeugt, nachdem ich ein Cluster gemacht habe. Und hier war es mir, ja, völlig verkackt. Und hier sind die LAN-IP-Adressen. Ja, also die muss ich auf jeden Fall nochmal ändern, bevor ich das dem Kunden gebe, weil der wird vermutlich, wenn ich in der Proxmox-GUI hier, das Proxmox ist brotdumm, was das angeht. Das ist nicht so, dass das für euch mitdenkt. So wie das hier es wird immer besser, aber es ist kein VMware, das muss man mal klipp und klar sagen. Das muss es auch nicht sein. Cluster, Cluster, Cluster. Genau, Cluster. Also hier kann man auch sehen, dass dem Cluster gut geht. Und ich weiß nicht, könnte man das hier überschreiben? Nee, das kannst du auch nicht überschreiben. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall nochmal, bevor ich das verschicke, nochmal händisch eingreifen mit den IP-Adressen. Ich hatte ja gehofft, dass er mir die andere IP-Adresse nimmt, aber er hat mir einen gehustet natürlich. Ne? Schade auch. Nun gut. Das heißt, nochmal extra Arbeit. So, geführt. Ja, komplette Festplatte. Mach sie platt. Alles auf eine. Ja, mach. Soll mir recht sein. Installier mal. Ja? So. Während der, ich glaube, jetzt installiert er mal. Was wir auf jeden Fall noch machen werden, ist dieser. Ha, jetzt habe ich mich ja selber wieder verarscht an der Stelle ein bisschen, weil ich natürlich jetzt hier keine Bridge machen kann. Das heißt, ich müsste dann eine Linux-Bridge machen. Das ist die Frage, ob ich mir das jetzt gerade live antue. Ob er das überlebt, ist eine gute Frage. Also im Moment macht er ja über die Sanchez-Schnittstelle nur ein Cluster im Moment. Ne? So, wir können das ja mal probieren. Was an der Stelle natürlich gut ist, wenn du irgendwie was riskierst, ist natürlich zu sagen, hier etc, cron hourly, ZFS Auto Snapshot. Und dasselbe hier auch nochmal. etc, cron hourly, ZFS Auto Snapshot. Der ist noch gar nicht drauf. Soll es auch nicht, weil es ja nur Replikate bekommt. ZFS Snapshot, Airpool Data, nein, Airpool Root, PVE 1, add frisch.
So, jetzt habe ich auf jeden Fall mal einen relativ zeitnahen Snapshot zusammen, wenn jetzt irgendwas schiefläuft, wo ich mir noch was retten könnte. Jetzt gehen wir mal ein bisschen aus der Komfortzone raus. Das hätte ich mir mal vorhin überlegen sollen, weil Live-Situation ist eine Live-Situation. Erstmal das zeigen. Nee, warte mal, der will noch was. Nee, haben wir nicht. Hat man das nicht alle schon mal gehabt? Ja, ja, Deutsch. Was Deutsches hier? Da, hier Chemnitz, Bayreuth, Frankfurt, Essen, Duisburg, Clausthal. Chemnitz ist zu weit. Ist das nicht Faust in Frankfurt? Frankfurt? Mainz. Mainz ist hier in der Nähe. So. Der sollte jetzt eigentlich gleich mal sein Linux installieren. Macht weiter. Okay, der macht jetzt auch ohne uns. Und hier würde ich ihm jetzt mal ganz kurz, das war zum Thema Komfortzone, jetzt mal die Adresse wegnehmen. Das macht er erst, siehst du hier, Interfaces to New. Das würde er beim Neubooten, würde er das gerade tauschen. Na? Es sei denn, du machst das hier. Und dann sage ich hier, eine Linux Bridge. Ha, Moment. Du kannst jetzt aber auch sagen, du machst eine Open vSwitch Bridge. Das würde gehen. Oder Linux Bond. So, das ist das, was wir wollen. Bond. Und der bekommt jetzt die IP-Adresse mit der 16.22.2, ja, ohne Gateway. Und die Slaves wären dann Eno 2. Aber, also wenn der das hinkriegt, bin ich mal gespannt, ob mir das nicht um die Ohren fliegt gleich. Also es geht jetzt darum eher, dass er nicht rebooten soll, als dass da irgendwas schief läuft. Also hier ist auch nicht eingeschrieben, ob er da ein Komma möchte oder ein Leerzeichen. Das ist alles sehr, sehr unkomfortabel. Hier könnte man jetzt theoretisch noch hergehen und könnte eine Größe MTU machen. Das müsste der Switcher aber auch wissen. Bei der Direktverkabelung, so wie ich es jetzt mache, könnte man MTU hochsetzen. Ist aber hier gerade nicht gefragt. So. Und Feuer. Das wird mir jetzt wahrscheinlich tierisch um die Ohren fliegen. Also wenn er das hinkriegt, fresse ich einen Besen. Ich bin gespannt. Der macht noch ungültige Archivspiegel. Na super. Ohne Netzwerkspiegel kann ich das. Ich will doch nur Mini-Linux, ich will nur mal ein DD machen oder sowas. Eigentlich brauche ich ja gar nichts großartig. Ne? So, lass mal gucken, was er getrieben hat. Und zwar IPA. Also hier ist ein Bond. Der hat eine IP-Adresse 2. Und mein Eno 2 und Co. scheinen hier unkonfiguriert, also er hat es wirklich hingekriegt, so wie das aussieht. Linux wird halt immer geiler, ne? Dann nochmal den Ping, ob der auch funktioniert noch auf unser. Also du würdest ja auch sehen, dass der Cluster hier, der würde sofort rumschreien, deswegen weiß ich, dass er pingt. Und jetzt hätten wir nämlich eine 2-Gigabit-Verbindung darüber und das ist super. Mit 2 Gigabit kommen wir da locker hin. Ja, man könnte noch eine. Jetzt haben wir hier nochmal einen Slot frei, wir könnten noch mit 3 Gigabit oder noch eine 5 Gigabit oder eine 10 Gigabit. Völliger Quatsch. Die Sachen, die wirklich Power brauchen, kommen direkt auf den Kasten. Die Sachen, die einfach nur so dahin dümpeln, die kommen rüber. So. Okay, mach mal du. Der installiert ja hier schön. Ja, 622 war das ja gerade, ne? 632. Ja, das ist wirklich schmerzfrei. Ich will mich dazu nicht äußern, weil ich mir es nie merken kann. Also Round Robin, das müsste LAP, ich glaube schon, ja. Ja, der eine kommt mit 2 drauf und der Rest alleine. Das sollte man am Switch, soweit ich weiß, konfigurieren. Also das, ich habe es schon mal gemacht, ohne dass es konfiguriert hat am Switch, und es hat auch funktioniert. Aber ich bin da wirklich, habe ich Lücken, wenn das einer besser weiß, wirklich mal Bescheid sagen. Ich habe es mal so gemacht, habe am Switch nichts gesagt, es hat funktioniert. Kannst dir am IFTOP sehen, ob er es macht. Na? Das siehst du übrigens, gutes Stichwort, wir installieren ja immer diese Tools bei den ganzen Sachen. Du siehst es dann genau, dass hier quasi, genau, RNS1, jetzt musst du quasi sagen, minus i, Bond 0. Und da, ach ja, Bond 0. Das wäre die Netzwerkkarte, mit die dann quasi hier kommuniziert. Und wenn du das dann, da ist jetzt natürlich nichts los gerade, außer ein bisschen, guck da mal ganz kurz rüber, wenn Cluster, da passiert noch nicht viel. Im SAN-Betrieb dann ja.
Und dann müsst ihr halt hier gucken mit ENO2, ob da was los ist. Und gleichzeitig mit ENS1, wenn die beiden Interfaces da reingemacht haben. Und wenn da bei Traffic einfach mal das Doppelte läuft, dann weiß, dass das funktioniert. Aber es ist bestimmt geschickt, dem Switch Bescheid zu sagen. So, den ISO-Button verschwindet manchmal trotzdem noch manchmal. Okay. Siehst du mal, ist mir noch gar nicht aufgefallen. So, schauen wir mal, was meine Installation macht. Ich muss die jetzt auch gar nicht. Das muss jetzt auch gar nicht funktionieren. Ich breche das jetzt gerade mal hier ab. Und genau, jetzt ist er hier gerade auf der Kiste. Wir wollen ja einfach mal gucken, ob das funktioniert grundsätzlich. Ich will auch noch mal einen Benchmark machen. Aber was wir jetzt tatsächlich mal machen, ich bin mir nicht sicher, ob er da Bock drauf hat. Wir können ja mal parallel hier gerade mal ein Terminal aufmachen. Das wäre dann die 50.99. Und 0. Gucken Sie jetzt mal das Interface an. Das wäre hier. Und jetzt sagen wir einfach mal Migrate. Ich weiß nicht, ob er mit dem ISO da mitmacht. Das mit den ISOs ist immer so ein Ding. Migrate. Can't migrate with local CD-DVD. Das habe ich mir schon gedacht. Aber die kann ich jetzt mal ganz kurz auswerfen. Es geht hier nur um den Special-Effekt. Ja, dann mein Installer, der wird. Ah, dem ist das gerade egal. So, Migrate. Und. Jetzt geht's rüber. Und jetzt seht ihr, wie er den RAM rüberzieht. Aber hier auf dem Bund 0 geht mal gar nichts, ne? Wieso geht hier auf dem Bund 0 nichts? Weil er die Migration über LAN macht gerade. Er müsste aber spätestens, wenn die VM drüben ist, natürlich muss er über den Bund 0 gehen. Also er hat wohl. Das macht mir jetzt ein bisschen Grusel. Interessant. Also die VM macht nichts gerade, ne? Die macht nichts. Was? Wie kann ich denn die jetzt ein bisschen ärgern? Ich könnte jetzt hier die ISO nochmal reinlegen und könnte hier die Installation weitermachen, ne? Aber da hat er mir jetzt tatsächlich den. Wie können wir das jetzt am besten demonstrieren? Ja, schön, wenn der Installer. Ja, Alt F1 oder sowas, ne? Alt F1. Das hat irgendwelche Dinge mit meinem Mac gerade gemacht. Ich habe jetzt gerade. Ach, das war Command F1. Okay, das habe ich auch noch nie gesehen. Alt F1. Ach, warte mal, stopp. Alt Function F. Ach, fuck. Da musst du die Funktionstaste das mal ausschalten vom Mac. Function Alt F1. Aber hier drin. Steuerung Alt F1. Steuerung Alt. Steuerung Function F1 Alt. Alt F. Ach Gott. Ja, alles klar. Komm mal da, weil vielleicht bootet er neu, wenn es blöd läuft. Dann haben wir verloren. Oder F2. Steuerung Alt F2. Function. Please. Ah, press Enter. Ah, hey. Haben wir ein paar Tools? Nee. Haben wir DD? DD haben wir immer. Okay. Jetzt nochmal zurück auf die SAN-Schnittstelle. Und jetzt haben wir hier mal DD, Input-File, Dev, Zero, keine Bash und nix, ne? Zero. Output, weiß der Geier, wo wir sind, egal. DD.tmp, Block Size gleich 1M, Count gleich 2048, Feuer. Also hier hat gerade auch was gerattert. Wobei es hätte nichts rattern sollen eigentlich, ne? Hier ist nichts, ne? Der routet das nicht. Ach so, ich hatte die NFS ja noch gar nicht geändert. Ah, okay. Also hier sind wir jetzt erstmal im ENO 1 unterwegs. Ja, da ist er. Das können wir jetzt ein paar Mal machen, die Späße. Deswegen passiert hier nichts. Und ich frage mich gerade, wie kaputt ich das Ding jetzt noch machen kann. Also was ich natürlich jetzt brauche, wäre natürlich die Konfiguration der NFS-Freigaben über die SAN-Schnittstelle. Und das geht clusterweit. Storage CFG, so, 192, da ist er. Die ist falsch. 172, 16, 22, 2. Und hier unten auch nochmal. Das hätte man auch suchen ersetzen können. So. 172, 16, 22, 2. Das ist der NFS-Server. So. Und wenn ich jetzt. Ich meine, ich kriege das noch U-mounted jetzt irgendwie. Auf der anderen Kiste. Ja, ich probiere es. Achso, ja, klar, logisch. Der NFS müsste man auf beiden U-mounten. Oh, das ist eine hässliche Sache. Das ist.
Ich mache es jetzt einfach mal kaputt. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, also ich bin mir sicher, das geht nicht gut aus. Haben wir noch Kommentare? Will jemand sehen, wie ich das kaputt mache? Ja, das haben wir ja gerade gemerkt, ne? Erlange war die andere. Ah, guck mal da. Ja, ich bin ja ungebildet. So, Mount oder DF-H, wesentlich übersichtlicher. Der ist es hier. Und den tue ich jetzt mal UMount-L, lazy, wenn es klemmt. Ganz miese Scheiße. Ja. DF-H. Jetzt war, ist er noch nicht neu gemountet. Ah, das hat noch nie funktioniert. Der sollte wieder funktionieren. Der ist nicht da. Ne, da unten ist er wieder falsch. Wieso hat denn der denn jetzt wieder da drauf gemountet? Habe ich das nicht gerade geändert? Storage CFG. Da ist mit 192 drin. Nö. Hä? Wo hat denn der sich das jetzt hergeholt? U-Mount. Was mache ich hier gerade verkehrt? U-Mount-L. Na? Na? Da ist er. Weg ist er. Wie kommt der jetzt auf das schmale Brett? Da müssen wir jetzt doch mal beide neu booten, vermutlich. Weil neu. Ich weiß ja, also eigentlich holt er die sich. Also das, wer hier mounted, ist der Proxmox. Und der hat es anscheinend noch nie mitbekommen. Gerade. Eigentlich macht er das immer live. Ist ja kein Drama. Pass auf, wir machen jetzt mal Stopp und booten jetzt einfach mal beide Kisten neu und machen nur ein bisschen Schabernack zwischendrin. Einmal und Reboot zweimal. Aber man hat es ja schon gesehen, also wir haben ja fleißig das Zeug hinhergeschoben, das sieht gut aus, die Kiste ist leise, die Kiste ist schnell, den SAN-Betrieb haben wir auch gleich, den SAN-Betrieb haben wir dann mit zwei Netzwerkkarten, das wäre doch mal hier die Idee gewesen. Und jetzt hört ihr auch mal, wie laut er hätte vorher sein können. 33% davon war im Angebot ohne den Controller. Das heißt, lieber Frank, diese Karte wird gut geschrieben, dafür bekommst du, wenn du möchtest, noch diese ILO-Karte und was das Wort Netzteil müssen wir, dass wir es irgendwie nochmal nachbestellen. Ich mache da nochmal ein Angebot. Ist ja nichts Großes. Ja, das war's jetzt im Prinzip, weil der Scheiß funktioniert. Und jetzt kann ich, also die Idee ist jetzt, erster Schritt, ich migriere von einem Host alle virtuellen Maschinen auf den hier, zum Beispiel auf den großen, nimmst dort einen Betrieb. Wäre der alte Host, mach den platt, mach Proxmox drauf, in Cluster rein. Und wenn die Kiste hier unten voll ist, dann mache ich die mit NFS, schiebe ich die einfach gerade hier rüber und dann läuft es auf derselben Hardware wie vorher. Ach, ich weiß, was ich noch erzählen wollte. Läuft derselben Hardware wie vorher und die Replikate schicke ich dann hier hin. Das heißt, wenn der kaputt ist, habe ich Replikate. Der Rainer hatte mich heute gefragt, wie ich denn überhaupt auf die Idee gekommen bin, wegen Leistung und alles drum und dran. Na? Also er hat gemeint, 20 Maschinen da drauf, würde er nicht glauben, das würde er nicht packen, wie ich denn da drauf komme. Sage ich, du, ich weiß auch nicht, ob der 20 Maschinen kann, weil es können 20 tote Maschinen sein, da reicht doch eine, die dich tot macht. Ich bin hergegangen und bin auf eine CPU-Benchmark-Seite gegangen und habe mir den Wert aller alten Prozessoren, die teilweise 10 Jahre alt waren, die Leistungswerte addiert. Da kam eine Zahl raus. Dann habe ich mir den neuen Prozessor angeguckt. Da kam auch eine Zahl raus. Und die war zufälligerweise ein Ticken größer wie die Summe der ganzen alten Kisten, die da rumflogen. Das heißt, zum Schluss habe ich die doppelte Leistung, weil ich habe die neue Kiste, die genug Leistung hat, alles zu fahren. Und habe die ganzen alten Kisten, die in der Summe nicht mehr haben wie der neue. Das heißt, ich habe dann die alten plus die neuen. Muss man auch mal drüber reden. Also so bin ich vorgegangen. Die Leistungswerte, CPU sind nicht alles. Du hast natürlich noch schnelleren RAM, schnelleren Bus, schnellere Schnittstellen, alles drum und dran. Deswegen fühle ich mich da eigentlich ganz gut aufgestellt. Wie seht denn ihr das, lieber Chat? Sagt was Nettes, der Kunde guckt mit. Haha. Ja, auch der Julian hat sich mittlerweile eingefunden, live zum Boot des Servers zu kommen. Also hier pustet es mal amtlich. Mal gucken, irgendwann müsste es ja. Diese BIOS-Scheiße ist echt unerträglich, ne? So ein HP Microserver alt ist da super flott und die Dinge, die lassen sich da ewig abfeiern. Das ist echt nervig. Aber es geht gleich weiter. Was bisher geschah.
Januar, Februar, März. Ach, übrigens, heute, nochmal hier, die Feierglocke heute. 3 Monate flockerlockig ohne Aussetzer. 3 Monate durchgehalten. 3 Monate, ist das nicht geil? 3 Monate heißt also irgendwie paar 80, 90 Sendungen oder sowas, ne? Also ins 3 Monate wären 90, abzüglich 12 Wochenende, abzüglich 24, paar 70, paar 60, keine Ahnung. Viele Sendungen fehlen, viele 100 Stunden. Viele 100 Stunden Zeug. Der 99er ist schon wieder da, sehe ich gerade. Feiert mal alle schön mit hier. Wieso ist der Controller rausgeflogen? Ja, wenn du zu spät kommst, dann war dann. Der guck dir den Anfang an, da habe ich es erzählt. Ne? Keine Rücksicht auf solche Schlafmützen, will ich dir zu spät kommen. So. Mount. Ja. Hier. Guck, jetzt hat er mir so Sahn gemountet hier. Ne? Da hat es geklappt. Guck mal, ob das hier auch geklappt hat. Jawohl, jetzt hat er es mir umgemountet. So, neues Spiel, neues Glück. Ja, da ist nichts installiert worden, vermutlich jetzt drauf, ne? Das hat nicht funktioniert, oder? Hat er da schon was installiert gehabt? Was meinst du? Hat er da was? Irgendwas. Booting vom Harddisk. Irgendwas wird er booten, ne? Keine Ahnung. Er versucht was zu booten, ist mir aber auch wurscht. Migrate. Zurück auf die erste Kiste. Können wir in aller Ruhe gucken, was es ist. So, da einmal rumgezogen. Hier ist die neue Kiste. Hier läuft sie weiter. Jetzt können wir nochmal schauen hier. Ah ja, jetzt sind wir wieder raus. Zack und na, Passwort. Nee. So, da. If top. Jetzt müsste hier auch auf dem Bond irgendwas passieren. Da passiert jetzt natürlich nichts, weil nichts läuft. Ne? Also ISO wieder rein. Ja, installieren wir jetzt nochmal was. Ja, ich habe es echt verkackt. Ich habe so wenig Demo-Möglichkeiten gerade. Das ist echt schade, 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 schade. Also nochmal die ISO rein. Nochmal resetten. Ja, guck, jetzt hast du hier den SAN-Betrieb auf dem Teil hier oben. Na, da ist jetzt ein bisschen Traffic. Da sieht man, dass das funktioniert. Booting vom Harddisk funktioniert natürlich nicht. So. Ich hätte ja schon gerne noch mal so ein System kurz installiert, um mal irgendwie Live-Linux oder sowas oder in Windows geht schneller, geht in Windows schneller. Ist genauso doof, ne? Ja, eine Proxmox-ISO hilft mir da nichts. Kann kein Proxmox. Ja, aber in Proxmox, auf dem Proxmox wäre Nested Virtualization, die geht nicht. Das funktioniert so nicht. So, ah, warte mal, jetzt ist er hier am. Ah. Wenn du natürlich kein VMware Agent da drauf hast. So, ISO. Ist ja kein Live-Ding, hier gibt es kein Live-Ding, ne? Germany. Ach, go back. Go back. Deutsch. German. Na, da. Deutschland, zack. Aber wir sehen ja gleich den Traffic hier drauf, ne? Also hier ist auf jeden Fall mal die Dauerverbindung da, auf jeden Fall schon mal. Ich hätte ganz gerne noch mal einen Benchmark gemacht. Das wäre noch ganz schön. Mal gucken, ob wir es so hinkriegen. Ich meine, wenn es zu langweilig wird, hier geht es jetzt nur noch um leistungssteigernde Maßnahmen. 49 Zuschauer, verdammt. Wenn es gerade ruhig ist, könnt ihr ruhig mal einen Daumen nach oben drücken. Das fände ich ganz nett. Guck, ihr könnt es schön sehen. Beide können hier im Cluster, können hier anzeigen, was hier abgeht und alles, ne? So. Root-Passwort. Ja. Christian. Start 1, 2, 3. Uhrzeit. Wir können ja schon mal vorher einen Hardware-Benchmark machen und dann mit der virtuellen Maschine vergleichen, wenn er installiert. Das wäre so mein. Von der Zeit her, ja, du musst ja dann halber los, das haut dann hin. Na? Ja, mach mal Kommentare, das ist nett. Sehr schön. Ich trinke mal die Flaschen hier alle leer. Also,
Spieler bei solchen Körpern auch im Hochverbrauch mit der Registrierung keine Rolle. Hättest du vor 5 Minuten was gesagt oder hätten wir dich vor 5 Minuten die Kommentare vorgelesen, hätte mein Stromzähler noch anklemmen können. Aber das kann man sicherlich nachlesen. Ich denke, der ist schon recht, recht gut dabei für die aktuelle Zeit. Der erzählt das ja, wenn du auf den alten Server du bist, hast du dein Mikro eigentlich an? Ja, okay, gut. Ich mache beides. Ich werde über die SAN-Schnittstelle Betrieb machen, über die LAN-Schnittstelle Replikate hinschieben, für den Fall der Fälle, dass mir die Kiste längerfristig irgendwie abkackt. Ja, das will man nicht haben, aber es könnte ja passieren und deswegen würde ich zusehen, dass es für den Fall der Fälle, für den schlimmsten Fall der Fälle, ich meine, das Ding hat 3 Jahre Garantie vor Ort. Und wenn es in 3 Jahren knallt, haben wir einen Plan. Wir werden auf jeden Fall noch ein zweites Netzteil dazu holen. Und das Schöne ist ganz ehrlich, wenn der Computer hier kaputt ist, ne, du kannst die Platten in jeden anderen alten Server reinstecken, kannst einen NFS-Betrieb da drauf machen. Das ist kein dämlicher Hardware-Rate-Controller, der nur in der Hardware funktioniert. Du bist immer flexibel. Ja, und der Kunde ist auch nicht so weit weg, dass man dem nicht irgendeine Leihhardware hinfahren kann. Also wir sind da wirklich besser aufgeschützt, kann man eigentlich gar nicht, als wir das sind hier. Ja, das habe ich vorhin schon gesagt, soll bitte das Video von Anfang an gucken, der kam zu spät. Ja, vielen Dank. Stefan, Glückwunsch auch, Julio auch. Dankeschön. Vielen Dank für den Auftrag, weil der ist ja von dir. Hast du einen DNS-Server eigentlich eingetragen? Nee, hast ja DHCP hier, das ist Quatsch. Ja, mach mal, haben wir noch Kommentare? Der nuschelt, weil er Matte im Gesicht hat. Ich hätte mal eine Frage. Welche Kiste macht denn eigentlich gerade so einen Lärm und warum? Nee, der hat fertig gebootet, ne? Weil das war ja die Geschichte mit dem, Controller gewesen. Lass mal kurz gucken. Nee. Das Ding ist weg, das hat sich deinstalliert. DPKG --install. So, dann kommt der Julian. Doch noch zu seiner Antwort. Also das ist die Lösung dafür. Theoretisch. Ich denke, bei der hört hier kein. A static unit is not running. Processing triggers, man-db. Sollte eigentlich. Ja, zur Not kommt der Controller wieder rein, ne? Da ist nur ab Arm. Wo ist denn der Dienst hin? Der Dienst ist weg. Das ist ja echt seltsam jetzt. Hat doch gerade eben noch funktioniert. Ungültiger Schiefspiegel. Oh Mann, ey. Geht das nicht ohne? Also ich glaube, dass hier das kein Segen drauf mit dem Benchmark-Test. Aber ich weiß, wie wir den Benchmark gleich machen. Jetzt bringen wir das Ding erstmal zum Schweigen hier, hoffe ich doch. Das ist ja echt mal der Knaller. Also, das ist das Ding hier. DPKG, Remove. Geht das über Remove eigentlich auch? Nee, ne? Uninstall. Nee. Uninstall DPKG Dep
Lang nicht mehr gemacht. Minus List. Nee. Als ob das gar nicht drauf wäre. Apt get purge. Ah, okay. Also das wird nichts mit der virtuellen Maschine. Apt purge. AMSD. Das ist aber drauf. Service AMSD Status. Ne, der läuft. Ne, das ist der untere. Ne, ne. Das ist völlig, das ist eine reine Hardware-Geschichte. Restart. Müssten wir nochmal testen. Also wir müssen jetzt mal das zu Ende bringen, weil das Ding sau laut ist. Das muss man in Ruhe testen. Also grundsätzlich funktioniert es. Im Moment funktioniert es nicht. Ich könnte es jetzt nochmal abtremove. Wie war das vorhin, als du es installiert hast? Ne, ich hatte das installiert. Wurde das sofort leise? Ne, du hast dann neu gebootet und dann war es gleich leise, ne? Ne, ich habe neu gebootet. Ich habe neu gebootet. Und dann eine Minute später ist er Also müsst ihr jetzt. Ja, ja, genau. dpkg -install. Also so haben wir das gemacht. Und danach war eigentlich Ruhe gewesen. Aber im Moment. Oder er hätte tatsächlich was. Hat er Stress? Dann hätte er natürlich. Aber der hat definitiv mal keinen Stress, wie man hier sieht. Keine Load, keine CPU. Würde mich auch wundern. Gut, also hier. Warum das nicht funktioniert, weiß keiner. Wissen wir nicht, können wir nicht testen, aber was wir testen können, ist Folgendes. Und zwar, wenn wir jetzt mal dieses Dataset mal so modifizieren, dass wir das benchmarkmäßig testen können. Das ist echt nervig und laut. Ne? Das ist, jetzt ist richtig laut. ZFS List. So, wir machen mal eine neue Disk hier, wobei es läuft ja alles auf das gleiche Ding hinaus, das ist eigentlich egal. Also, Nummer 1 Test. Das Dataset ist die 998, das ist dieses hier. Das ist direkt auf der Hardware auf Proxmox. Also, ZFS Set Compression gleich off. Da muss der Leading, der Trailing Slash weg. Und den Primary Cache auf Metadata. Das heißt, wir machen das Ding jetzt richtig langsam. So, Primary Cache. Jetzt ist aber Sync ist noch an, vermutlich. Das testen wir jetzt gleich. Jetzt gehen wir in den Ordner. Und wir können das eigentlich auch von hier aus machen gerade. Na, wobei, nee, lass mal das hier offen. Und sagen jetzt hier DD, Input-File, Dev 0, sonst hätte es keinen Sinn gemacht. Also wenn die Kompression an ist, kommt da nichts bei raus. Output-File gleich DD-TMP. Und Block-Size 1 MB. Und damit das Ding ein bisschen was zu tun hat, Count gleich 2048. Also 2 GB möge er bitte mal hier lokal föhnen, was natürlich bedeutet, dass hier nichts passiert. Ja, so. Ich bin der Meinung, es ist ein... Sie fragen, ob es ein 12G-Controller ist, aber SATA-Platten, denke ich, das müsste eigentlich nur maximal 700 MB bringen. Deswegen gehen wir jetzt mal ein bisschen höher und gucken mal, was er jetzt wirklich durchzählt. Er ist jetzt hier noch lokal, also müsste ich hier mit Zpool IOSTAT 1 gucken, was hier abgeht. Hier, 600 MB Schreiberate, da hat man es gerade noch gesehen für eine Sekunde. Die Zahl kannst du vergessen, weil da ist der Cache noch teilweise beteiligt. Aber hier, nein, er kriegt tatsächlich von beiden Controllern das Doppelte hin, 12 Gigabit, voller Durchsatz auf die SSDs. Das ist ein richtig geiler Wert. Ja? Gut? Ist gut aus. Ich finde auch, dass das gut aussieht. So, jetzt machen wir es mal, das war jetzt lokal, jetzt gehen wir mal auf die NFS-Freigabe Localhost, also im Prinzip über die lokale Kiste. Die Mounts findest du hier, das wäre dann die Kiste hier und da machen wir, das ist derselbe Ort, der nur jetzt mit NFS angebunden. Permission denied. Scheiße, wieso ist die denied? Wieso ist die... Ach, weil ich die vorhin...
Warte mal, neue Namen vielleicht? Weil er hat ja Zugriff, das kann ja nicht sein. Ja, die Datei war noch. Ah, okay. Aber auch, also das war noch, haha, größer. 8 GB. Und jetzt siehst du hier auch, also das sieht sogar noch schneller aus sogar. Das ist 1,6 GB. Also das würde ja fast bedeuten, dass die mit, wir müssen ja gucken, wir stellen die an. Also normal sind es ja 6 Gigabit. Das sieht jetzt, wir haben jetzt zwei Lanes, zwei SATA-Lanes im Prinzip. Für 4 Platten. Also nee, wir haben ein Kabel, das müsste 12 Gigabit sein. Kann das sein? Ist das schon 12 Gigabit? Betrüge ich mich gerade hier selber? Die Werte sind zu realistisch. Okay. Und jetzt gehen wir mal auf die zweite Kiste und das kann ja definitiv nur 1 Gigabit sein. Schneller geht ja nicht. Ist ja nicht möglich. Also gehen wir jetzt auf den Befehl. Gehen wir jetzt auf dieselbe Kiste. Hier. CD, MNT, PVE, VM. So, jetzt machen wir hier das Ding mit meinem neuen Namen hier, DD3. Jetzt geht das Ganze nämlich hier über NFS. Und hier siehst du, da ist das weniger. Und jetzt müsste der mit IFTOP eigentlich bis zu 1 Gigabyte. Also man sieht hier, man bekommt fast das komplette Gigabyte. Also hier kommt das Gigabyte rüber, das geht. Und später kommen da 2 Gigabyte rüber. Aber das ist völlig ohne Verlust, du kriegst genau das, was du willst. Das ist genau, was meine Erwartungshaltung, bis auf den Lärm gerade, aber den könnten wir jetzt zur Not noch mit dem hier wieder in den Griff kriegen. Es bleibt spannend. Also lieber steckst du das Ding rein, als dass ich das Ding jetzt hinschicke und dann lärmt es, wenn es dort ist. Ja, das kann ich schon mal sagen dabei. Ich breche das jetzt mal ab, weil ich muss jetzt hier gleich nochmal rein. Und beziehungsweise, nee, hier habe ich es ja noch offen. Also ihr seht hier, nee, ihr seht nichts. Ihr seht hier die volle Power hier oben. Jetzt war es gerade weg gewesen. Also es waren das volle Gigabit. Hat es da eben durchgenudelt. Das ist super. Wir sind wieder auf der Quellkiste und schauen uns jetzt mal das D-Message-Protokoll an. Nach Festplatten oder nach Link oder sowas. Also Geschwindigkeit. Wie das hier denn aussieht mit den Festplatten. Also hier haben wir... Hier, was ist denn das da? Capable 16 Gigabit... SD1, SD2, SD3. Also wo kriegen wir jetzt raus, wie schnell hier was ist? 5 Gigabit kann hier irgendwas, das könnte aber PCI sein. 16 Gigabit, das ist PCI. Hier, SATA-Link. 6 Gigabit. Also wenn jede Platte 6 Gigabit hat, oder, dann hat der Controller aber 12 Gigabit, offensichtlich. Würde ich sagen, der Onboard-Controller. Damit wäre der natürlich schon zu bevorzugen, aber es ist echt scheiße, das braucht kein Mensch. Ja? Also wenn du heute einen Windows-Server hochfährst, der braucht mehr, selten weniger wie 20 Megabit. Also 200, 300 Megabit reicht völlig aus. Ja? Das kriegt der Kunde nicht im Ansatz verschoben. Das wird noch ein bisschen langsamer durch das Füllen von SSDs, durch die Fragmentierung, durch die Snapshots, aber das ist wirklich Bombe. Also da ist... Feiert. Ich boot die Kiste mal neu, weil wir sind hier eigentlich fertig. Vielleicht wird er jetzt leiser nochmal. Ich möchte wissen, ob der leiser wird. Wo läuft die VM gerade? Ja gut, läuft auf der richtigen Kiste, dann passt das gerade. Dann schalten wir den mal aus. Und du kannst schon mal Kommentare machen. Ich schalte nur mal aus und boot neu. Ja, sieht so aus, ne? Bring was mit. Bring was von der Tanke mit, bitte. Bring Milka mit. Ja, ja. Das kannst du ja relativ leicht ausrechnen. Also das ist mir schon klar. Wenn du bis zu 12 Rehrücken, wenn du 12 Gigabit hast, dann rechnest du die mal 0,8. Schwachsinn. Wenn du 12 Gigabit hast, rechnest du die mal durch 0,8. So rum. 15, also quasi 1500 MB pro Sekunde würden da eigentlich gehen. Ja? Wenn du mit NFS dann noch ein bisschen Geschwindigkeitsprobleme hättest, könntest du NFS-Sync noch ausschalten, ZFS-Z-Sync.
Da sagen sie alle, das wäre total schlimm. Aber meiner Erfahrung nach ist es völlig in Ordnung. Ich habe das seit Jahren im Einsatz. Ich habe nie Probleme damit. Ja, bringt nochmal ordentlich Geschwindigkeit. Ja, so. Aber wir haben ja kein 10 Gigabit, sondern die Platte hat 6 Gigabit. Wir haben 4x6 Gigabit, gäbe 24. Das SAS-Interface macht vermutlich 12 Gigabit. Dann ist das irgendwie neuester SAS-Standard. Die ganze Zeit waren sie, also der hat vermutlich noch 6 hier. Und es kann schon sein, weil es, genau, da steht es auch. Guck mal, das könnt ihr hier mal sehen. Da könnt ihr nämlich gucken, manchmal steht es nämlich drauf, hier in der Mitte, immer ein bisschen Licht. Das ist diese Beschriftung hier, 6 Gigabit. Na? Und die neueren haben natürlich 12, aber der ist halt auch billig. Es wäre schon erstrebenswert, wenn das jetzt so ist wie jetzt, dass es schön leise ist. Aber wir müssen das mit dem Server durch 8, ja. Mal 0,8 ist durch 8. Das kommt das Gleiche raus. Mein Mathe ist wirklich mies. Ja, es ist wenig Zeit für alles. Ne? Ich hätte ja wirklich auch mal tierisch Bock. Den dann. Wir haben das jetzt als Nicht-Kit gekauft, hier das Ding. Ne? Mhm. Das macht nichts. Wir können einfach die Karte von hier nehmen. Wir machen eine Multi-Installation drauf, einfach. Mit so einem Gedöns da. Ja? Mhm. Genau. Kaufen auch Sie. Mach schon mal hier die Pausenklauen, wenn das hier löst. Öde präsentiert. Kaufen auch Sie den formvollendeten Raspberry-basierten, nein, diesen Raspberry Pi 400. 400 mit garantierter Wertsteigerungschance. Sie haben eine garantierte Chance, dass sich der Wert steigert. Das wird nicht passieren, wir wissen das. Aber Sie haben eine garantierte Wertsteigerungschance. Und das Geile ist, bei dem Laden habe ich gelernt. Also Goethe, dieses Münzkontor, das war hier tatsächlich, ach, der fährt gerade hoch, das war hier tatsächlich da hinten 50 Meter. Den Laden habe ich noch entkernt mit Twinax-Verkabelungen, habe das dann mit Token Ring, glaube ich, war es Token Ring dann in Walderschaft aufgebaut. Und dann haben die da hier so leere Telefonkarten zum Sammeln und die habe ich letztens gefunden wieder, wie die wohl zu mir kam. Keine Ahnung. Ja, also das Ding ist wieder da, das Ding ist noch laut, scheiße. Nur? Ist er nicht hoch? Ach nee, der ist noch nicht hoch. Stimmt, der ist noch, nein, ich nehme alles zurück, der ist noch nicht hoch. So. SAS 3 macht 12, genau. SAS 3 macht 24 und SAS 5 macht 48. Ja, ja, das ist die Entwicklung. Das ging ja mal los mit 1,5 Gigabit SATA. Das war ja SATA 1, SATA 2, dann 600, SATA 3. Nee, ist andersrum. Was? Ich muss die Taste. Was muss ich? Also sieht so aus, als wenn. Willst du mich verarschen? Leben, du willst mich schon verarschen. Ich drücke einen Scheiß die Taste. Lieber Kunde, geh doch mal hinter. Das ist so laut. Wenn du es hörst, dann. Wenn du das hörst, Kunde, dann geh doch mal hinter, drück mal die Taste. Ja. Leckt mich, echt. Feierabend. Wollten wir noch was testen eigentlich? Dass er, ob er leise wird, wollten wir testen. Stromverbrauch wollen wir testen, haben wir wieder vergessen. Ne? Gut, habe ich jetzt auch keinen Bock mehr. Gibt es noch Fragen? Sollen wir noch irgendwas testen, liebe Leute? Weil vor allem brauchen wir nicht testen. Wir haben es jetzt gerade über das NFS getestet, das ist geil. Ja, es funktioniert, es ist geil. Ich kann nachher nochmal den Pausenclown machen. Hier, virtuelle Maschine, olé, voll gut. Also musste hier wieder die ISO rausnehmen. Ja, ich kann es auch groß, ich kann es auch lassen. Sagt die Uhr, 32, sagen dann Ellen Bescheid? Denn vom Hiwi kommt der Mama oder der Papa? Oder hast du zwei Väter? Oder zwei Mütter? Ja, Berlin, da ist alles möglich. Wer kommt denn jetzt? Der Papa. Der Bub kommt. Der Papa holt den Bub ab. Papa kommt. Papa holt den Pupp, der Papa holt. So, Migrate, nochmal auf die zweite Kiste, dass man es nochmal sieht. Also er migriert, du siehst es auch hier, er migriert über LAN. Da müsste man auch mal gucken, wie man dem im Endeffekt beibringt. Stimmt, ich wollte den Cluster, die Cluster wollte ich umkonfigurieren, das habe ich auch noch nie gemacht. Ne? Cluster-Umkonfiguration könnte man noch machen, aber dazu muss ich dann die finalen IP-Adressen. Nee, muss ich nicht. Ja, genau. Das können wir jetzt noch final mal machen. Gucken, ob er das überlebt. Aber dann bläst er wieder so lange. Aber machen muss ich so oder so.
ETC, Corrosync. Ach ja, genau, Fehlerbehandlung. Fehlerbehandlung, da reden wir gleich nochmal drüber. Corrosync.conf. So. Da machen wir jetzt einmal die Ring Address 0. Das ist der erste hier, ne? 172.60. Guter Snapshot vorhin gemacht habe. 16.22.2. Das war jetzt ein bisschen der Tatsache schuld, dass wir. Hörst du auf, böser Server! Du hast die Taste gedrückt, hat schon Glückwunsch, ist nichts passiert. Blöd, Mann. So, zack. Service, Corrosync. Er lüften, irgendwann würde er lüften müssen. Na? So, einmal der und einmal die 101 haben wir gesagt. Na, das war hier die 111. War der zweite. Na? So. Die ETC, das ist genau die Geschichte. Ne? Dieser Ordner ist nur da, wenn der Server ordentlich hochfährt. Corrosync Conf. Und was. Ah, nee, Quatsch. Corrosync Conf hat sich hier nicht synchronisiert. Aber der Cluster ist doch grundsätzlich mal da. Interessant. Eigentlich sollte der alles, was in ETC PVE ist, live synchronisieren. Kommst du los? Ja, sieht so aus. Ja, dann verabschieden wir dich schon mal. Ja. Gute Fahrt. Also du fährst jetzt doch gar nicht, ne? Ja, dann vielen Dank für die Unterstützung hier in der Sendung die letzten paar Wochen und dann sehen wir uns im Januar wieder. Oder kommst du nicht mehr zurück? Okay, sehr gut. Also dann, frohe Weihnachten. Mach's Mikro aus, hau ab. Gut, tschö. Ab hier geht's alleine. 22.2 und hier nochmal, also das Gelüfte nervt wirklich. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal untersuchen, bevor wir das in Betrieb nehmen. So, und jetzt hoffe ich doch nur, Service, Corrosync, also das wären die Dienste, die du eben mal restarten kannst. Einmal hier, das wäre der Befehl für Neustart, PVCM Status, wie es dem PVECM Status, wie es der Kiste geht. Und da muss hier 2 stehen. Fährt der hoch, die Kiste, und fährt die VMs nicht hoch, hier die Note, die ist passen, das hat funktioniert. Fährt er nicht hoch, PVECM expected 1. Er braucht immer 2 Stück, um eine Mehrheit zu haben. Alleine würde er keine VM starten, würde das Ding nie hochfahren. Deswegen eventuell, wenn es eine ungerade Zahl ist, kein Problem. Oder nochmal ein Raspberry Pi als Quorum-Device. Super easy einzurichten. Kann man googeln, dann wäre der Server oben und das Quorum-Device. Es wäre eine Mehrheit, die Konfiguration wäre gültig an der Stelle. Gott, geht mir das Genagel hier auf den Sack. So. Uiuiuiui. Hier wird noch vor IDE gab es MFM. Okay, Kommentare. Ja, genau. Der Matthias schreibt, vor IDE gab es MFM, RLL. Mann, bin ich alt. Ja, kenne ich auch noch. Wie viel macht das PCI? Wird beantwortet. 0,5 Gigabit. PCI 3 fast 1 Gigabit. Also X18 sind 8 Lanes, dann macht der ältere Controller 4 Gigabit. Nee, der macht, es liegt da völlig falsch. Der hat auch, guck mal hier, der hat ja auch hier breiteres Ding hier. Ne? Also das ist Quatsch, was ihr da erzählt. Der macht definitiv 6 Gigabit. Viele Grüße zu Weihnachten vom Andi. Jo. Also das Ding funktioniert. Gibt es da noch was zu erzählen dazu? Eigentlich nicht. Also ich werde jetzt mal das Ding jetzt runterfahren, weil es mir auf den Sack geht, und mich langsam mal von euch verabschieden. So zumindest mal bis zum Montag, ne? Wenn es nicht noch super spannende Kommentare gibt. Ich bin super, super happy mit dem Ergebnis. Der Kunde sollte es auch sein. Der wird seinen Spaß damit haben. Das heißt, vielleicht schicke ich mir noch den Replika, den Testserver mal vorab, aber vor Januar fängt der eh nicht an. Also es wird schon mit den Lieferterminen alles hinhauen. So. Der macht 2x6 Gigabit. Das ist korrekt. Genau, er macht natürlich 2x6 Gigabit, sagt der Schorschi, weil er hat ja natürlich in dem Fall, aber die Dinge gibt es tatsächlich auch nur mit einem Interface hier. Warte mal, das funktioniert so nicht. Erstmal das Gesicht weg. Ja. Der hat nämlich hier 2, jeweils 6 Gigabit. Und die habe ich aber auch schon gesehen, habe die auch
mit einem. Und er kann anhand der Lanes maximal 32. Boah, nur Nerds hier im Chat, ist ja furchtbar, ist ja toll. Ich habe keinen Bock mehr. Hashtag Official, das läuft. Die Woche war scheiße anstrengend, alles irgendwie noch jedem recht zu machen. Ich hoffe, ich habe es jedem halbwegs recht gemacht. Lieber Matthias, lieber Rainer, lieber Frank, lieber Markus, lieber alle. Also ich hoffe, ich habe es hinbekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich werde jetzt hierzu nichts mehr zeigen. Wir werden dann am Montag, Dienstag kurze Folgen machen. Eine zum Beispiel, eine Rückschau auf die 3 Monate. Und nochmal die besten Sendungen empfehlen, weil viele haben einiges verpasst. Das werden wir immer einmal im Monat machen, nochmal eine Rückschau, dass die Leute kommen. Dann wird es das Video geben mit dem Small Business Server Replacement. Das sind jetzt von 17 auf 5 Stunden runter. Da haben wir jetzt Zeitmarker. Die werde ich jetzt nochmal zusammenfassen. In der Anmoderation werde ich es online stellen als Teaser und werde das gekürzte Video vermutlich verkaufen, weil das war echt viel Arbeit gewesen. Irgendwann müssen wir es ja machen. Also ich mache das hier nicht nur zum Spaß, aber es macht saumäßig viel Spaß. Das muss ich nochmal gestehen. Ich danke allen, dass ihr so wirklich so reichhaltig, unfassbar cool seid. Keine dummen Sprüche, ein geiler Chat, geile Zuschauer, alles super. Immer noch 45 Zuschauer am Freitagnachmittag. Wer macht denn sowas, ja? Ich bin super glücklich. Jetzt kriegen wir noch das Corona rum, dann schalten wir auf 3 Folgen die Woche zurück. Der FAM wird im nächsten noch einen Vortrag über Open Xen Server, NG, glaube ich, heißt das Ding, machen, haben wir heute kennengelernt. Super cool. Es sind noch ein paar andere Themen. CEF ist angekündigt. Es ist so viel zu basteln hier. Es wird versprochen, es wird niemals Themenarmut geben. Ja? Guckt mal bei dem Holländer Landwirtschaft vorbei. Nutzt unsere Affiliate-Links aus den Videos, wenn ihr da was kauft. Und gebt uns Aufträge. Im neuen Jahr haben wir Kapazität. Wir kommen gut voran. Wenn es jetzt erst Aufträge ab Februar sind, bin ich auch nicht böse, aber ihr könnt gerne schon mal einen Kontakt machen. Unterstützt uns mit Aufträge, Aufträge, Aufträge. Wir brauchen Umsatz. Nee, wir brauchen vor allem ein gesichertes Gehalt für den neuen Mitarbeiter. So. Dann haben wir Kommentare. Und Daumen hoch. Der No PC Guest schreibt: Danke, dass du trotz der Scheißwoche die Show nochmal heute machst. Ja, gerne. Kommt noch eine Sendung dieses Jahr, nicht nur eine. Gehört auch noch was dazu. Ich schreibe jetzt mal die IHK-Doku für meine Abschlussprüfung, schreibt der Schorschi. Okay, was hast du für ein Thema? Oder bist du der Tobias? Nee, glaub nicht. Der Udo schreibt Daumen hoch. Der Andi Dremel schreibt: Lieber Christian, vielen Dank für die letzten Monate. Viel gelernt und viele Tagesstruktur bekommen. Viel bis dann nächste Woche von mir Struktur bekommen, meine Güte. Vielen Dank für alles und eine hervorragende Arbeit für uns. Dankeschön, gern geschehen. Schorsch schreibt Fisi. Nee, sagt mir nichts. Anwendungsentwickler. Ah, oh Gott, hau ab. Nee, nee, ganz, ganz gruselig. Nee, klar, wir machen Business as usual. Wir haben Montag eine Labersendung. Wenn es klappt. Wir haben Dienstag, Mittwoch Workshop. Den werde ich jetzt am Wochenende vorbereiten. Gucken, ob alle auch brav bezahlt haben. Das heißt, Dienstag und Mittwochs 13 bis 17 Uhr wird hier Workshop sein. Sollten wir da nicht durchkommen, weil es zu viele Leute sind, was ich nicht glaube, dann hängen wir vielleicht noch einen Termin dran. 17 Uhr, kurzes Thema nochmal, Sendung. Direkt im Anschluss, sind ja 4 Stunden, dann machen wir noch Sendung hinterher. Feiertage. Vermutlich nur kurz Hallo sagen. Da bin ich unterwegs. Vielleicht mache ich eine kleine Action-Sendung beim Flipper holen vom zweiten Weihnachtsfeiertag. Die Tage zwischen Weihnachten und Silvester werden wir diese lange Nacht machen. Die werde ich jetzt auch noch am Wochenende planen. Aufraffen 2020. Ich bringe Projekte mit. 6 Stunden Sendung Minimum. Saufen, basteln. Und ihr überlegt euch schon mal, welche Projekte liegen geblieben sind in letzter Zeit. Und kommt mit in der Nacht dazu und zeigt uns per Kamera, Video, Foto, was immer, dass ihr Projekte angeht, die ihr liegen habt lassen. Denn Technik zählt auf euch. Count on you. Ja? Sehr schön. Freut mich. Geil. Vielen Dank. Drückt alle mal einen Daumen hoch, wenn wir 17 Bewertungen. Wäre schön, wenn es ein paar mehr sind. Und dann noch jede Menge Kleinigkeiten an den Kameras. Müssen wir nur den Farbabgleich hier, das passt noch nicht so hundertprozentig, obwohl ich eigentlich richtig gut mich damit auskenne. Trotzdem noch Probleme habe. Der Holm wird irgendwann vielleicht einen guten Ton haben. Werden noch und guckt euch den Landwirtschaft abonnieren, Podcast abonnieren auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig.
So, Ende. Wenn ich nochmal drücke, wird es eins weniger. Und danke für den direkten Einblick in die Arbeit zum fertigen Server. Naja, tatsächlich, lieber Frank, das ist. Habe ich den STS, dir habe ich heute schon gedankt. Ne? Genau, dem habt den STS, du musst nicht mir danken, ich habe dir heute schon gedankt. Dann danken wir uns alle. Frank, und wie gesagt, das ist jetzt die Vorbereitung. Wir gucken uns jetzt nochmal das Gelärme an und wenn das zuverlässig kein Lärm mehr macht, dann geht das raus. Mit dem Controller oder ohne dem Controller. Und der zweite Server geht vermutlich separat raus, der kleine. Je nachdem, wann wir verschicken. Du müsstest mir mal sagen, ob ich das jetzt dieses Jahr noch verschicken soll oder komplett dann am 5. Ja, geil. Jetzt Freitagabend, ich habe keinen Hund heute hier. Da hat meine Freundin in der Kanzlei dabei. Der ist ja der offizielle Schriftführer der Kanzlei in Darmstadt. Ich werde besten Gin Tonic machen, werde eine Runde meinen neuen Flipper spielen gleich. Ich hoffe, die Heizung ist nicht wieder ausgegangen. Das ist das, was ich jetzt machen werde. Fünfte reicht aus, schreibt der, genau. Roger, schreibt mal Link, wozu? Musste mir nochmal sagen, was viel Spaß dabei. Ja, genau. Nee, wunderbar. Dann packen wir das und testen wir das jetzt hier Montag nochmal durch. Aber hier ist alles jetzt in Trockentüchern. Und Frank, guck dir ruhig nochmal am Montag das Video nochmal den Anfang an. Oder mittendrin, wenn du es nicht gehört hast, habe ich nochmal erklärt, wie wir da nochmal zu der Leistungsermittlung gekommen sind. Aber es ist auch eine gute Dokumentation. Da habt ihr es nochmal gesehen. Monitoring muss noch rein, alles drum und dran. Das geht halt erst, wenn es vor Ort ist. Eine Firewall kriegen sie auch noch, also ist alles geballt. Viel Spaß. Landnerdschaft Metatalk. War Landnerdschaft Metatalk ist www.http s Doppelpunkt Backslash Backslash, oh, ist das jetzt ein Slash oder ein Backslash? Landnerdschaft.com. Ja, den Adventskalender vom Onkel Holm. Dem San Frinas haben wir heute auch noch eingerichtet. Ei, es ist echt gruselig. Also mir reicht es gerade. Das Gute ist nur, ja, die etwas eng getaktet, ab 26 wird es entspannt. Ja, es ist total gruselig. Also ich habe aber alles noch hingekriegt. Alle dem seinen Postfächer und dem seinen Server. Und wir haben ein Betriebskonzept. Ich habe erst mit dem Betriebskonzept komplett alles durchgetaktet, durchdokumentiert hier anzufangen zu zeigen. Das heißt, ich liefere jetzt nur noch aus. Also mich bringt hier fast nichts mehr aus der Fassung aktuell. Außer Dummheit. Also, das war's. Vielen Dank. Bis Montag. Macht's mal schön gut. Euch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns ja bestimmt nochmal im Chat am Wochenende. Vielen Dank. Tschüss.